Die Schauer verziehen sich, das kühle, unbeständige, windige Wetter macht also erstmal Pause. Aber das wird keine beständige, länger andauernde Hochdruckphase. Da bahnt sich was an, und zwar zum Start in die nächste Woche, zum Montag also. Aber erstmal der Reihe nach. Am Mittwoch gibt es noch ein paar allerletzte Schauer Richtung Oder und auch Österreich. Sonst aber schon ruhiges Hochdruckwetter, frühherbstliches Wetter. Nach Nebelauflösung scheint die Sonne, es ziehen nur ein paar lockere Wolkenfelder durch. Zeitweise ist der Himmel wolkenlos. Die Temperaturen liegen recht einheitlich am Nachmittag bei rund 17, 18. In Niedersachsen vielleicht auch mal 19 Grad. Nur hier im Südosten bleiben die Temperaturen deutlich gedämpfter mit nur 12 bis 16 Grad. Am Donnerstag ähnliches Wetter, also nach Nebelauflösung wieder viel Sonnenschein, von Nordwesten ein paar dichtere Wolken, aber überall trocken. Bei den Temperaturen tut sich nicht allzu viel. Nach einer ganz schön kühlen Nacht, wo es oft Bodenfrost geben kann, steigen sie auf 13 bis 19 Grad. Am Freitag dann ein Tick wärmer. Im Südwesten schaffen wir dann vielleicht auch mal wieder die 20-Grad-Marke. Bis zu 21 Grad sind da am Oberrhein drin. Es bleibt zunächst noch überall trocken, nach Nebel wieder viel Sonnenschein, von Nordwesten kommen allerdings dichter Wolken, und später am Abend kann es Richtung Nordsee die ersten Regentropfen geben. Und das Wochenende wird dann wieder etwas wechselhaft. Also das war es dann schon wieder mit der Regenpause. Es wird da zwar noch nicht überall nass, aber es wird schon deutlich wechselhafter. Die Temperaturen, ja, die ändern sich zunächst noch nicht. Am Samstag noch mal bis zu 21 Grad, am Sonntag nicht mehr ganz so warm. Aber immerhin werden jetzt auch die Nächte nicht mehr ganz so frisch. Spannender wird es dann zum Montag. Da könnte es den ersten Herbststurm bzw. das erste Herbststürmchen geben. Aktuell sieht das noch nicht dramatisch aus, aber für Details ist es einfach noch zu früh. Aber auf jeden Fall wird es ein ziemlich windiger, bestürmischer und teilweise auch wieder ganz schön nasser Tag.